Ja, und damit herzlich willkommen zu meinem ersten Vlog hier auf YouTube. Ihr hattet euch ja mehr in der Richtung gewünscht, also versuche ich es jetzt mal umzusetzen. Meine erste schöne Neuigkeit, die ich für euch habe, ist, dass ich gestern mein Diplom bestanden habe. Ich habe ja, wie ihr wisst, Kunst studiert, also die bildenden Künste. Habe gestern mein Diplom bestanden. Am Freitag diese Woche bekomme ich dann noch meine Note und mein Zeugnis und kann mich ab sofort bildender Künstler nennen. Ja, und apropos bildender Künstler, ich würde sagen, meinen ersten Vlog mache ich heute euch mal über mein Atelier, also darin, wo wir uns jetzt gerade befinden. Ich habe hier selber noch nicht so viel gearbeitet, ich bin momentan immer noch in den Vorbereitungen, aber ab nächster Woche bin ich nochmal in Italien, habe ja wie gesagt in Florenz eine Ausstellung, aber danach werde ich dann hier vorwiegend im Atelier arbeiten und euch dann auch immer mal ein paar Tage mal mitnehmen hier und euch verschiedene Sachen zeigen. Ja. Im Atelier fehlen aktuell noch mein Computer, da muss noch hierher, ein Schreibtisch fehlt noch und ein Aktenschrank. Aber ich denke, das ist jetzt nicht so wild, um es euch zu zeigen. Also, ja, ich würde sagen, legen wir einfach mal los. Ich zeige euch heute mal, wie das Atelier so aussieht. Also, kommt einfach mal mit. Ja, dann schauen wir uns mal die verschiedenen Sachen hier im Atelier an. Ich hoffe, ich kann die Kamera halbwegs ruhig halten. Und zwar, ich muss weiter weggehen. Das wird jetzt mein Zeichentisch, mein Aquarelltisch, mein Tuschetisch, also alles, was irgendwie im Sitzen funktioniert, beziehungsweise auch ganz kleine Leinwände würde ich damit wahrscheinlich an dem Tisch malen. Und ihr seht schon hier mein Köfferchen mit ganz vielen Polychromos. Werde mir auch bald mal Prismacolor zulegen, das wollte ich nochmal versuchen. Ja, und daran werde ich dann hier eben arbeiten. Werkvorstellungen machen wir einen anderen Tag mal, also ich werde euch jetzt keine verschiedenen Kunstwerke von mir zeigen, nur das, was man jetzt beim Vorbeigehen eben sieht. Ja, dann hier hinten seht ihr mein Skelett, dort übe ich immer ein paar Anatomiezeichnungen, ist jetzt nicht herausragendes Skelett, aber für meine Zwecke, denke ich, reicht es. Ja, neben dem Aquarellzeug habe ich dann natürlich direkt eine Art Wäscheständer, auf den ich dann meine verschiedenen Papiere zum Trocknen lege, wenn ich zum Beispiel meine Galaxy-Bilder mache. Dann liegen die dort meistens 1-2 Tage zum Trocknen. Und das Schöne ist, durch die 3 Etagen kann ich bis zu 6 verschiedene Galaxiebilder zur selben Zeit bearbeiten. Ja, hier drüben noch, da nehme ich dann für euch immer meine Speeddrawings auf, die ich eben dann mit den Aquarellen mache und Zeichnungen. Und hier drüben kommt dann natürlich noch ein Aktenschrank hin, wo momentan alles unten noch verstreut liegt. Genauso diese großen Ordner, das sind alles Bilder drin. Da brauche ich dann auch nochmal irgendeine Ablage. Aber ihr seht schon, ich habe ziemlich viel A4-Zeichnungen früher gemacht. Das ist natürlich alles von Geburt an, also da ist auch viel, viel Kinderkram dabei, also nichts Besonderes. Ja, die Hängung der Bilder im Atelier ist eigentlich nur zur Show, also ein bisschen, um was zu zeigen, was ich so habe. Ihr dürft euch jetzt nicht daran stören, wenn Bilder nicht so kompositorisch in Ordnung hängen, weil das jetzt nicht meine Absicht war. Im Atelier einfach nur möglichst viel zeigen, es ist ja keine Galerie. So, hier auf den Tischen, da kommt irgendwann mein Schreibtisch hin, ist momentan noch so Gartentische, ist aber erstmal in Ordnung. Da werde ich dann eben planen, über Facebook Sachen schreiben, meine YouTube-Videos bearbeiten und alles mögliche, was irgendwie organisatorisch zu tun hat oder Schriftverkehr oder alles halt, was ihr euch vorstellen könnt, Rechnungen und so weiter. Ja, hier hinten haben wir dann ein paar Zeichnungen. Zeichnungen habe ich nicht mehr so viele. Der Fokus liegt bei mir momentan immer auf farbigen Bildern. Natürlich zeichne ich noch gerne. Ihr wisst ja, meine Porträts sind relativ gut gewesen. Da werde ich euch auch nochmal ein Video machen. Und daneben eine Schiefertafel. Ist wahrscheinlich Plastik, kein Schiefer mehr. Da werde ich dann immer Termine und sowas hinschreiben. Wichtige Sachen. Da hinten meine kleine Getränkebar sozusagen. Kommt vielleicht auch nochmal eine hier rein, aber vom Klima her ist es eigentlich nicht zu warm. Hier drüben ist mein Stauraum für meine ganzen Gemälde. Also ihr seht schon, das ist einiges, was da entstanden ist. Das war übrigens meine Vordiplomarbeit, diese ganzen Früchtebilder. Da hatte ich damals mein Vordiplom gemacht. Es ging weniger um die Früchte, es ging eigentlich mehr, wie man die Früchte auf den Leinwänden anordnet und wie man verschiedene Farben setzen kann. Also letztendlich so eine Farbstudie war das mehr oder weniger. Tja, hier seht ihr, wie viele Gemälde es mittlerweile gibt. Die sind alle auch bemalt. Genauso hier unten, alle bemalt. Genauso wie die hier, alle bemalt sind. Also es ist wirklich eine Menge an Kunst, die ich hier zur Verfügung habe. Wir können ja mal kurz hier reinschauen. Ich weiß nicht, wie gut das die Kamera jetzt schafft. Aber ihr seht schon, kommt einiges auf uns zu. An verschiedenen Sachen, aber
Wie gesagt, dazu mache ich euch nochmal ein extra Video, wo wir dann wirklich einzelne Kunstwerke vorstellen. Das würde sonst den Rahmen hier einfach sprengen. Gibt es sonst noch was zu dem Raum zu sagen? Nicht wirklich. Also dieser Raum, den ihr jetzt gesehen habt, ist letztendlich mein Büro, wo ich aber auch eben Handarbeiten wie Zeichnungen und sowas machen werde, also kleinere Formate. Und da kommen wir jetzt im Anschluss direkt zu meinem eigentlichen Atelier, wo diese ganzen Ölgemälde entstehen. Ihr seht schon, das ist viel, viel freier gehalten, da ist viel weniger los, was einfach daran liegt, dass man einen gewissen Abstand zum Gemälde braucht, was ihr jetzt dort seht. Ich gehe mal mit euch hier hinter, dass ihr euch das in etwa vorstellen könnt. Ich kann halt jetzt auf den Abstand gehen von hier in etwa. Und in meiner alten Wohnung stand ich vom Gemälde immer so weit entfernt. Was natürlich eine ganz andere Wirkung macht, weil man ja meistens Gemälde doch von weiter weg betrachtet als von nahen. Deswegen ist hier auch so ein schöner Freiraum. Und natürlich spritzen auch Gemälde beim Malen, also mit dem Pinsel. Deswegen hängt hier auch an der Wand gar kein Gemälde weiter. Weil ich vermute mal, wenn ich anfange mit Arbeiten, wird diese Wand irgendwann ein schönes Farbmosaik haben. Ja, hier drüben noch ein paar Äpfelbilder. Gibt es noch etliche mehr von den Stücken. Ich glaube 30 insgesamt hatte ich gemacht. Und hier drüben ein Bild. Und hier drüben haben wir noch ein Tuschegemälde, beziehungsweise eine Tuschezeichnung. Die Bilder werde ich regelmäßig auswechseln, damit es nicht so langweilig ist. Aber wie gesagt, da bietet sich das Atelier sehr gut an, weil ich hier auch immer mal Besuch empfangen werde, verschiedene Leute und so. Da kann ich dann am besten auch meine Werke direkt präsentieren. So, kommen wir jetzt eigentlich zum Herzstück meines Ateliers. Das sind die ganzen Farben, Buntstifte und so weiter. Also bis auf den Koffer da hinten habe ich eigentlich alles hier in diesem Regal gelagert, was ich aktuell zum Arbeiten brauche. Genau. Und in diesem Regal hier kommen dann noch die Ölgemälde hin. Das ist momentan im Prinzip noch eine Ablagerung. Also ihr seht hier zwei Ölgemälde und Ölfarben und da werden immer mehr rein. Also die Ölfarben habe ich aktuell. Ich hoffe, das verwirrt euch nicht so sehr, wenn ich hin und her laufe. Aktuell sind meine Ölfarben alle noch hier drin. Ich habe damals nicht so ordentlich gearbeitet in meiner Wohnung, weil ich kein Regal für die Ölfarben hatte. Und da habe ich die mal alle hier reingeschmissen. Das Problem ist, sobald man reinfasst, hat man auf jeden Fall eine farbige Hand. Und das werde ich zukünftig mit dem Regal vermeiden, indem ich dann diese Sachen in die Papphülle hau und fertig. Tja, so, wo fangen wir denn an? So viel kann ich euch eigentlich auch nicht vorstellen. Also hier seht ihr meine ganzen verschiedenen Pinsel. Ich habe das sortiert nach Wasserölpinsel, also für wasserlösliche Ölfarben, für Treibrasch, also wenn ihr das wisst, das ist dieses ganz dünne Ölgezeichne, wo man nur ganz wenig Ölfarbe auf die Pinselspitze tut, die dann ausreibt auf dem Papier oder auf dem Küchentuch und damit dann so Porträts schafft, die aussehen, als wären sie mit Zeichnung gemacht, also mit Bleistift oder Kohle, nur eben mit Öl. Damit ich das also ein bisschen auseinanderhalten kann. Hier haben wir dann meine Aquarellpinsel, die für die Galaxiebilder zuständig sind. Meine alten Ölpinsel, die für Terpentin und so weiter sind. Und nach hinten kommt immer älteres Zeug, was ich auch langsam mal aussortieren muss. Ja, das ist jetzt nichts Besonderes. Da drüben haben wir noch ein paar Tuschefedern, die ich ganz gerne habe. Und hier noch eine Menge an verschiedenen Tuschefedern zum Aufsetzen. Ja, dann hier meine Aquarelle. Das habe ich mir selber gebaut auf ein Brotschneidebrett, das seht ihr ja. Ist eine sehr schöne alternative Lösung, wenn man nicht unbedingt diese teuren Plasteaufbewahrungsdinger kaufen möchte. Kann man es auch so machen und man kann die jederzeit wieder abreißen und wieder neu aufkleben. Ja, da drüben seht ihr noch schöne chinesische Tusche. Im Verhältnis sehr, sehr günstig. Wenn man vergleicht, ich glaube 7 Euro und die Tusche kostet 1 Euro oder 2 Euro, da komme ich im Vergleich viel, viel länger hin. Also das kann ich auch empfehlen, dann immer, wenn ihr viel arbeitet, mehr auf Masse gehen. Außer natürlich, die Sachen haben wirklich eine gute Qualität. Dann lieber kleine Sachen kaufen. Ja, da drüben haben wir Panpastell. Habe ich noch nie damit gearbeitet. Werde ich irgendwann machen. Ach ja, hier haben wir noch Wandfarbe. Da kommt noch mein Logo an die Wand. Das machen wir auch später. Dann habe ich hier verschiedene Pastelle. Das, was ihr seht, was drin ist. Radiergummi, Papierbücher, also als Tompen, Tusche, Mischpalette und von Jaxel nochmal ein bisschen Pastellkreiden, mit denen ich dann Tiere und so weiter machen kann. Hier hinten haben wir dann mein Fixativ, noch ein Spitzer und hier oben drauf verschiedene Buntstifte, Zeichenstifte, Bleistifte, Metallicstifte und so weiter. Und dann, wie man hier sieht, natürlich beschriftet, was in den verschiedenen Schubladen ist. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt reingucken, aber hier zum Beispiel
schwarze Pineliner, Filzstifte und so weiter, dass ich damit Grafiken machen kann oder hier meine Graphitstifte. Wenn ich weniger mit Bleistift arbeiten möchte und mehr auf Graphit dann gehe, wobei Bleistift ist ja auch Graphitstift, aber das gibt eben noch eine ganz andere Wirkung, wenn man mit sowas arbeitet, als mit sowas. Aber dazu, wie gesagt, kommen alles nochmal extra Videos. Heute soll es nur ums Atelier gehen. So, hier hinten haben wir ein paar Acryl-Tempera-Farben, die ich nicht wirklich mehr nutze, die stehen einfach nur noch da, deshalb habe ich früher gearbeitet damit, aber solange sie nicht schlecht sind, brauche ich es nicht weghauen. Und natürlich dieses Perleffekt, Blau, Perleffekt, Gelb, das habe ich früher mal im Aldi, glaube ich, ja, im Aldi gekauft. Eine wunderschöne Farbe, aber eben nicht künstlerisch möglich. Also man kann schöne Sachen damit verzieren, es leuchtet schön, deswegen habe ich es auch erstmal aufgehoben, sehr schöne Sachen. Dann verschiedene Bauutensilien, das Kreppband für meine Aquarelle, Handschuhe und hier hinten haben wir auch nochmal eine schöne Sache, wenn man sich Ölfarben selber zubereiten möchte, habe ich hier verschiedene Künstlerpigmente, die ich mir dann mit Leinöl und sowas anrühre und so bestimmen kann, wie viel Pigmente in einer Farbe drin sind, wie hell die Farbe wird, wie dunkel die Farbe wird, wie intensiv die Farbe wird und so weiter. Da können wir dann auch mal ein Video machen. Und hier unten ein paar Werkzeugkoffer, da brauchen wir jetzt nicht wirklich reinschauen. Das ist nichts weiter. So, hier oben sind noch mal ein paar verschiedene Sachen zum Zubereiten. Wenn ich zum Beispiel eine Leinwand selber bauen möchte, kennt ihr ja, hier drin ist Knochenleim, Tacker, Hammer, alles, was man dazu braucht zum Kochen und so weiter. Hier drüben habt ihr noch mal ein paar Bilder von mir. Die kennt ihr ja schon. Die kann man jetzt nicht wirklich als Kunst einordnen, aber es ist, ich mache ja, wie gesagt, auch hobbymäßig Kunst. Und darunter fallen dann Porträts und Tiere und so weiter. Dann haben wir eine Knisterfolie, eine riesige Knisterfolie, wird viele von euch freuen. Kann man schön knistern, wenn man nichts zu tun hat. Ja. Die ist dafür da, wenn ich jetzt, zum Beispiel nächste Woche habe ich ja in Italien meine Ausstellung, um die Bilder schön einzupacken und nach Italien zu versenden. Hier unten haben wir meine Leisten. Daraus baue ich mir dann neue Leinwände zurecht. Und hier oben ist dann auch der Stoff dafür. Ja. Dann gibt es eigentlich nur noch zum Arbeitsplatz was zu sagen. Das hier ist mein kleiner Beistelltisch. Da kommen dann die Ölfarben drauf, die Pinsel und so weiter. Und dann wird hier gemalt. Ja, das Video geht jetzt so in etwa 14 Minuten. Ich denke, das sollte reichen. Werfen wir nochmal einen Blick über das Atelier, ob ich irgendwas vergessen habe. Aber ich glaube, vorerst war es das. Es werden ja noch viele, viele Videos kommen dazu. Und als nächstes werde ich dann wahrscheinlich einen Vlog aus Italien, aus Florenz bringen, wenn ich dort auf der Ausstellung bin. Ich weiß aber eben noch nicht, ob es dort möglich ist, etwas aufzunehmen. So, ich bringe euch mal wieder zurück an euren Platz. Dann können wir noch mal kurz privat reden. So. Okay. Also die Ausstellung in Florenz ist ja von diesem Wochenende, glaube ich sogar. Die ist vom 20. bis 30. Juli jetzt. Ich schreibe euch auch wieder die Adresse unten in die Merkliste. Auch meine Diplomausstellung beginnt ab diesem Freitag um 19 Uhr. Seid ihr alle herzlich eingeladen zur Vernissage, könnt ihr euch anschauen. Die geht aber allerdings 2 Monate, auch in der Videobeschreibung unten nochmal alles verlinkt. Ja. Dann sollte es eigentlich gewesen sein, also die nächsten Videos, wie gesagt, werden wahrscheinlich ein Vlog aus Florenz sein. Wahrscheinlich werde ich mein Zimmer im Zug mal ein bisschen euch präsentieren, mein Zimmer oder Hotel besser gesagt. Und wahrscheinlich werde ich sogar mal in Florenz ein Video drehen, genau. Dann werde ich dort größtenteils fotografieren, dort mal in der Galerie anwesend sein, natürlich, wenn ich dort ausgestellt habe. Und ja, ich denke, das wird erstmal der zukünftige Weg sein. Und Zeichnungen und Bilder verschiedene zeige ich euch dann in einem anderen Video mal, wenn ich dann wieder Zeit habe. Das wird dann in 2-3 Wochen erst der Fall sein. Ja, also bis dann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns wieder.